Hi Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. So, bin jetzt wieder hier hingereist zur Grenzstadt. Hab noch ein paar Sachen gesammelt, so ein paar Suchermedaillons. Ich habe ja jetzt diese Karte, die ist sehr hilfreich. Und ein paar Goldkäferchen habe ich in der Umgebung gesammelt bei Vanworth. Da, nehmen wir mit jetzt hier. Zimtbaum. So, und jetzt machen wir erstmal die Quest hier und dann geht es wieder weiter nach Bagbatal runter. Mit der Hauptquest. Ich habe gehört, ich soll einen Ochsenkarren bewachen. About time you showed up. We've been waiting for you. Ja. Our mission is simple. Sir Augustin will board the ox cart. We must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. See to it that none approach. The Queen Regent's supporters will come for Sir Augustin's head. Of this, we can be certain. Oh, a quiet day is a welcome one. Come along now. Jo. Die Königin Regentin. Weißt du, jeder ist irgendwie gegen die. Jeder weiß, dass wir der wahre Arisen sind, so ziemlich. What was that sound? Aber irgendwie schätzt sich keiner drum. Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustin's escort from here. Oh, Ragnar, der hat uns doch geholfen in Bagbatal. Foul brigand. We shan't allow Sir Augustin to fall prey to the like. There's no need for theatrics. I know your aim here. Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Fair warning, cuz. This craven isn't worthy of your trust. He speaks madness. Subdue him at once, ere he injures our noble charge. Aye, if it isn't Sir Ragnar from the tavern. Now, two parties ask our aid. Ergreif Partei. Deserving. The decision is yours. You would betray me. Have you lost all sense? You believe me then? That's a bit of a relief, actually. Thanks, cuz. Ja, war ja auch nett zu uns. Freshly rested as we are. Ow. This battle proved to be a mistake. Try not to kill me. Let's fill that window, boy. Phew. I appreciate the confidence, cuz. T'was a welcome surprise. But I can't linger here, I'm afraid. My apologies for this. Follow after me, if you can. Succeed, and I'll share the truth of all of this. Okay, aber gut, dass wir gegen die Königin Regentin gehen. The right to decide is yours alone, Master. Na toll. Jetzt weiß man nicht, wo der hin ist. I should be glad to assist you, Arisen. Mother. What did you do to Alter. It was most unwise. Thank you. I could not help but laugh. Hey. I shan't let them harm you. Der kleine Drecksack einfach mal komplett umhaut. Hallo. Das meine ich, das Rumgefuchtel, das stört so ein bisschen die ganze Zeit. Hallo. Komm mal. Und ich bin wieder der, den sie angreifen übrigens. Nicht meine Vasallen. Diese doofen Viecher. Also die Hacker, nicht meine Vasallen. Die sitzen halt auch den ganzen Tag im Gebüsch und warten, bis da einer vorbeiläuft, oder was? So gefühlt. Höhlen von Gwekko. It's always daunting to venture into the unknown. Keep stout of heart and clear of mind. Boah, ich dachte es schon. Ich hab's geahnt. Oh Mann. Das sah schon so brüchig aus, da die alte Stelle. We meet again. Auch hier runtergefallen, Ragnar. Ah, du machst das schon, oder?
Oh, easy. Was ist jetzt mit dem Adligen los? Hoi there. I take it you lost your footing as well. You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Naja, also zwei sind nicht waist deep. Still, so long as he escaped, I'd wager that makes this a job well done. Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? I'll be glad to oblige you, of course, but we ought to get moving first. What say I explain while we search for an exit? Ja gut, nur weil er jetzt entkommen ist, heißt das nicht, dass er auch sicher ist. Jetzt spring doch. Komm. Das passt schon. Wir können ja sliden. Ah. Time to get to work. Okay. Echsen. Au. Bleib doch mal stehen, du blödes Vieh. Splat. Ja, der Darth hat mir schon geschrieben, dass das richtig imbar ist, dieser Schild, womit er überhaupt keinen Schaden bekommt. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say you're really something. And my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Makes for a duller life, though I can't say I've any complaints about the weight of my pockets. Still, I hunger for a real battlefield, where a single misstep spells death. I crave the simplicity of it. There's naught else like it. The clashing of bodies and wills. Der macht nur Worte, ne? Jetzt kommen wir zum Punkt. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap, I'll not give you a choice in the matter. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. Wow, ja, was ist jetzt mit dem Adligen? That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. It was supposed to give those responsible a means to incriminate you. But Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me to watch over him in an unofficial capacity. Wow, er hatte nicht mal was gesagt, Augustus. Augustine, er hätte uns ja sagen können, dass wir Ragnall vertrauen. So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name, but it wasn't on the list of hired guards, oh no. Rather, your name was on the list of persons to be on guard for. Wow. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words, if you'd carried on with them, Augustine would have been slain and you would have been held responsible. You'd not have stood a chance against all that if I, methinks I've earned my pay this time, and then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being branded a murderer and thrown in jail. Now all that remains is to escape this place. I expect we'll find a way out soon enough, if we only press on. Still, I've got to wonder where this craven plot came from and what you did to warrant it. One thing's for certain, you must have powerful enemies in Vermin. But why? 'Tis not as though you're the Arisen True. What? You are the Arisen. 'Tis a small world indeed.
You've piqued my interest even further, cuz I've no business here. Best I hit the road. Ah. Jetzt weiß es halt fast right. Schon das ganze Land. Let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't be far. Hast du auch gemerkt, ne? Wie gesagt, irgendwie weiß es jetzt schon jeder, so ziemlich. Oh, vielleicht sollte ich mal... Wie gesagt, ich mache mir jetzt eher Gedanken um den Sir Augustine, was mit ihm passiert ist. Well, this is a right awful place to be cut short. At least you made it out all right. Don't worry, cuz. I'll be fine on my own. After all, I can't afford to die here. We haven't had ourselves a real bout yet. We'll see each other again. You can count on that. And when we do, you'd best be ready for the fight of... Of your life. Ja, warum? Bist du bescheuert? Warum willst du gegen uns kämpfen und verlieren unbedingt? United at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. Ja, alles gut. Wo sind wir denn jetzt? Die Höhlen von Gwacko. Okay. Ja, interessant. Oh, da ist ein Drache. Ja, den schaffe ich auf keinen Fall. Das weiß ich ja schon. Ist mir noch ein bisschen zu krass wahrscheinlich. Is enough to make camp only when the need arises. Aber ich könnte es ja mal versuchen, oder? Nee, wird er schon weg. Der fiese Drake. Okay, also bis ich jetzt nach Ruhestadt gelatscht bin. Hä? Was ist das denn? Das ist Hugo und ich habe immer noch. Ja. Ach, das ist Ragnar, der läuft nur weg jetzt gerade. Au. Oh, sind schon alle down. No compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Oh, das ist der Dragon. Drigan. Seems we have a rage. Still in
jetzt. Ernst? Oh nein, komm, komm, komm! Hilf mir! Eigentlich mal lieber selbst zu Hause. Also der Schild ist wirklich imbar. Oder jetzt? Alter, warum heilt sich Sorsha auch nicht? So. Jetzt, du bist viel. Alter, komm jetzt. Thank you.
Schaden. Scheiß Vieh, ne? Schwein, Alter! Der erste Drache, den wir killen. Oh, 15 Lindwurmkristalle. Wow. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Oh, du scheiß Vieh. Unglaublich, was für ein Kampf. Wie viel Heilung ich jetzt verbraucht habe. Oh, ich hasse ihn. Okay, dieser Arzneitrank, der ist mittlerweile so unnötig. Alter Schwede, wie viel habe ich da noch? Ja, gut, ein bisschen habe ich noch. Komm, Sau. Muss ich aber erstmal hier ein bisschen ausruhen. Krass, 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 krass. Ohne Scheiß. Danke nochmal für den Tipp, Darth. Ohne den Schild hätte ich es auf keinen Fall geschafft. Und wie er mir die ganze Lebensenergie einfach abgezogen hat, dieser dumme Drache. Ich hab nichts zum Essen. Habe ich mein ganzes Dörfleisch verbraucht? So. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück nach Bakbatal. Sleep does wonders. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? Nein, Bakbatal ist Feindesgebiet. Naja gut, es kann sogar sein, da wir die ganzen Wachen ja abgemetzelt haben letztes Mal. Und leider wiederbelebt haben. Unverdient, den einen. Ärgere ich mich immer noch drüber. So. Jetzt würde ich jetzt einen Farbbottich hier laufen.
Bin mal gespannt. Ich würde mich jetzt erstmal... Ja gut, ist eigentlich egal. Ich muss eh dahinter, wenn ich in den geheimen magischen Laborbereich da will. Oh, halt die Schnauze, ey. Weißt du was, ich befreie denn jetzt. Geht das? Nee. Okay, dann halt nicht. Ja, das ist der letzte Auftrag. Ein neuer Gottflüsterer. Warte mal, wie komme ich denn da? Ja, das muss, ich muss da runter. Ich darf halt nur nicht die Waffe ziehen. Oh, Sekunde. So. Wenn ich jetzt wieder gestört werde, ne, von den Wachen, dann drehe ich ja durch. Dann hau ich alle tot. Ich sag euch das. Nur weil er mich letztes Mal die Wand gekloppt hat. Ey. Diese Agro-Fledermäuse hier. Haben wir es jetzt bald hier? Ihr kleinen Viecher. Bestienrippchen. Noch ein bisschen Gift. Ich denke mal, das war's jetzt aber. Huh? Wie gesagt, ich will nicht mit gezogener Waffe hier erwischt werden. Es gibt nur Ärger. Hey, na? Coole Maske. Oh, das tut mir aber leid. So. Chemikalienlager. Aha. Oha. Das erinnert mich an Dark Arisen aus dem ersten noch, der DLC. Wo man da dieses komische Tentakelmonster hatte, das ein ewig langer Kampf war. Ist hier was zu plündern? Du Scheiße. Ist das ein Drachenskelett? Oh! Warte mal, apropos, könnte man ja mal nutzen die ganze Zeit, wenn ich irgendwo bin. Warum eigentlich genau 0,15, frage ich mich. Hätte man auch 0,25 nehmen können. Weißt du, ich frage mich auch, hier gibt es ein Forschungslabor für verbotene Magie. Also so verboten kann die ja nicht sein, wenn hier einfach so offen geforscht wird danach, oder? Und warum ist diese Magie verboten? Andere Frage. Oh ja, das erinnert mich halt super an Dark Arisen hier mit diesem... Alter... Warum ist das hier so neblig? Ist ja auch der Sahara-Staub wie bei uns die Tage. Dass der ganze also alles so neblig aussieht und so gelblich. Ne, komm, ich will nicht weiter hoch. Ich will eher wieder runter. Ah. Ne, die Musik. Nicht, dass jetzt irgendwas hier... Ja, dass mir jetzt eine Wache hinterher rennt und sagt so, hey! Du kommst jetzt in den Kerker und du musst 20.000 zahlen, um freizukommen. Alter, hier ist ja noch ein Drache. Der sieht aber noch ziemlich frisch aus. Wer hat den denn... Als hätte ich aber hier Drachen slayen können, einfach so, oder was? Erinnerung an Ambrosius, vierter Eintrag... von Ambrosius, vierter Eintrag. Lord Phaesos Genie kennt keine Grenzen. Indem er jegliche Erwähnung von verbotener Magie in seinen Forschungsarbeiten vermied, konnte er sich die Unterstützung hochrangiger Amtsträger im Palast sichern und damit genügend Finanzierung für sein Unterfangen. Bald umfasste seine Arbeit das Rift, das von Vasallen bereist wird, in dieser Nation als Boten des Unheils gefürchtete Wesen und konvergierte letztlich in der Idee, den Drachen zu rufen und zu kontrollieren. Alter. Sir, are you the Arisen? Nein. I? Then you must have been to the Argamon ruins. I heard a rumor that a Medusa was seen there. Is it true? Because if so, that means 'tis no mere creature of legend. But a monster as real as any other. Ich will die auf jeden Fall auch killen, die Medusa, weil der Kopf, vielleicht kann ich den ja wirklich benutzen, um Gegner einzusteinern, zu versteinern. Know you the legend of the hero Danaus?
Well, one version of the tale claims the hero's foe was a Medusa. The legend is inscribed here. You must take it and read it for yourself, sir, seeing as you've witnessed the genuine article. Ja, mach ich gleich. Beordnete Stille. Beordnete Stille. Die Legende von Denaus und der Medusa. Die Bestie war doppelt so groß wie jeder Mann, mit Locken aus Schlangen und verzerrten Visage einer Frau. Jeder Soldat, der sie sah, wurde zu Stein verwandelt, das Grauen ihrer letzten Augenblicke auf ihren Gesichtern gebannt. Doch Denaus war flink und zögerte nicht. Ein Schwerthieb war alles, was er brauchte, um den Kopf der Bestie abzutrennen. Ihr Tod kam so rasch, dass sie ihn nicht wahrnahm und ihr fürchterlicher Blick versteinerte weiterhin den Nächsten. Zweiter Eintrag von Ambrosius. Damals wurde die Vorstellung, den Drachen zu kontrollieren, von bestimmten Gelehrten vehement abgelehnt. Daher wurde beschlossen, dass dieser verbotene Magie inoffiziell studiert werden sollte, fern neugieriger Augen. Also diese verbotene Magie. Somit wurde die Kunst zuerst unterhalb des Palasts praktiziert und die Forschung danach in vollkommener Geheimhaltung fortgesetzt. Ja, ich verstehe es jetzt. Es macht auch Sinn, Alter. Du kannst doch nicht den Drachen kontrollieren. Wie dumm. Oha. Vulkanische Melodie. Haben die mit dem hier vielleicht geübt? Mit so einem Halbdrachen? Erster Eintrag. Sogenannte verbotene Magie ist eine relativ neue Form der Zauberei. Sie wurde zuerst vor etwa 4 Jahrzehnten eingeführt von einem selbsternannten Missionar, der sie als ein Mittel deklarierte, mit dem die Leute Unheil verhindern konnten. Unheil ist in diesem Land ein Euphemismus für die verheerende Ankunft des Drachen und dieser neue Zweig der Zauberkunst mit Wurzeln in der dunklen Magie wurde als Macht, die Bestie zu kontrollieren, angepriesen. Öliger Schleim. Aha. Labor 2. Dritter Eintrag. Irgendwann war die Forschung nur noch ein Vorwand. Verbotene Magie wurde zu bloßer Unterhaltung reduziert, an der eine kleine Gruppe alter Erzmagier Gefallen fand. Lord Phaesus, ein Drittel so alt wie sie und doch dreimal so brillant, gab der Kunst ihren alten Glanz zurück. Er war es auch, der mich vor der öden Arbeit eines Archivars rettete und mir die Hoffnung für die Zukunft gab. Von Anfang an wusste ich, wenn jemand die Wahrheit dieser Welt enträtseln könnte, dann er. Aha. Ja, ich glaube irgendwie trotzdem nicht dran, dass man ihn kontrollieren kann. Das Vieh kontrolliert uns alle. Das ist super mächtig. Warte mal, ist das nicht der aus dem Kerker? Have you some business with me? Go. Da ist Lion. Wow. Bist du der Lion King oder was? Die Musik, ey. No, 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 this is all wrong. What use are pitiful fragments such as these? But what we have achieved is sufficient to sway the pawns. But when the time comes to fell the dragon, I fear it may not be enough. Lord Phaesus insists we shall succeed, and yet. Aha. Nochmal verortete Stille. Fünfter Eintrag von Ambrosius. Viele Monde lang schritten unsere Experimente rasch voran. Während dieser Zeit ermöglichten mir die Früchte meiner gewissenhaften Studien alter Folianten Lord Phaesus von Nutzen zu sein. Darüber hinaus führten unsere Beiträge zur Verhinderung des Unheils dazu, dass der Staat uns ein offizielles Budget gewährte und eine Forschungseinrichtung bereitstellte. Als dieses Laboratorium errichtet war, stand Lord Phaesus im Ansehen allein hinter der Kaiserin. Okay, krass. Bedien mich mal, ne? Weisheitsdiadem. Erinnerung an Ambrosius, 6. Eintrag. Eine neue Kaiserin wurde gekrönt, ihre Majestät Nadinia. Dennoch besteht das Forschungslabor weiterhin, die Forschung über die Beschwörung des Drachen fortsetzend. Bei der Ausgrabung des Mondscheinturms gesammelten Informationen erwiesen sich als unerlässlich dabei, die Macht, Vasallen zu kontrollieren, in Kristallform zu bannen.
Letzten Endes hatten wir Erfolg. Damit ist der Tag, an dem Lord Phaesus von den Drachen bezwingen wird, sicher näher gerückt. Danke. Ah, a new hand, are you? Have you some business with me? Hä, du kennst mich doch. Die Götterbankklinge, bitte. Why? Tis an arisen. This is incredible. I've never seen such a luster. But why do you possess such a thing? Where did you obtain it? No. Never mind. Tis of no consequence. All that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior godsway, the finest of all created to date. Okay. I must make haste that I might deliver it to Lord Phaesus, even a moment sooner. But wait, no. I have not the worm's life crystals to restore it. Confirm it all! You've not heard of them. They are formed of crystallized drops of dragon blood, and each fragment contains a portion of the beast's soul. It is a requisite component of the God's Sway, which is formed when the souls of Arisen and Dragon are combined. Naturally, such crystals can only be obtained through the slaying of drakes and their ilk. Yet I am doubtful that Lord Phaesus would lend me his forces when the ritual is so close. We've few enough hands as tis. Ha ha! Oh, don't be ridiculous! Do you even understand what you are offering? Worm's life crystals can only be obtained from drakes. Das weiß ich doch. Deswegen. Ey, wie gut, dass ich gerade einen geslayt habe. But I suppose I am in no position to decline, even if 'tis a fool's errand. Lord Phaesus is satisfied with the God's way as 'tis, you see. And as I can expect no support from him, you can expect little aid from me. Though I suppose 'twouldn't do to send you away entirely empty-handed. Feel free to take what you require from the laboratory. Now, as I've said, worm's life crystals can only be obtained from drakes and their ilk. Seek one out and fell it, if 'tis within your power. All the better if it happens to be a lesser dragon. You would be solving two of my problems, then. You've returned. Have you obtained any worm's life? Ich war niemals weg, du Vogel. Ach, der will 15. Gerade die ich gekriegt habe. Ach, scheiße. Ach, ja, komm. Hochwertige Verbesserungen, die hätte ich gerne selber behalten. You have. Ätzend. Incredible. That is no small feat. I must admit, I had not thought you much chance of success. Yet here you are. And this is precisely what I require to complete my work. I shan't delay. Come by again tomorrow. By then, I will have produced a God's Way of unparalleled quality. Super. 25.000 Gold. Okay. Hier mal oben gucken. Er sagt ja, ich darf mir mitnehmen, was ich will. Das wird er gar nicht sagen brauchen. Phaesus Zimmer. Du hast einige Lindwurmkristalle gesammelt. Ist ja gar nichts. Was ist das? War das die Tür? Kann ich hier pennen? Wow, es hat alles voll... mit Büchern. Ja, sieh nach, ob das Gottflüsterer bereit ist. Jetzt direkt, er sagt, ich soll morgen wieder kommen. Aber ich frag mal, vielleicht ist es ja wirklich schon fertig, wäre lustig. What is it? Ja. Wusste ich's doch. Geht's hier wieder raus? Telsilienlager. Oh. Ja, nett. Ach.
Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Nee. Do take care not to stray so far next time. Ganz genau. Ich mach, was ich will. Ich könnte mir eigentlich auch mal neue Vasallen holen. So, mal gucken. Ich habe schon 3000 Driftpunkte, sehr gut. Amethyst. Anne. Ich hole mir Amethyst. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Aha. Ich tausche die mal gegen Sphinx, nee, gegen sie. Oh nee, warte mal. So, ich will erst mal gucken, ob sie noch was einstecken hat. Wie? So. Nee, sie hat nichts. Sie hat auch nichts. Sorsha hat nichts. Okay. Alles klar. Ich hoffe mal, die sind noch da, dieselben Leute. Angel. Oh. Darian. Falcon. Ich bin Angel. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. Von King Gemini. Okay, King Gemini. Bye. Sie kriegt Bestienrippchen. So. All told, I'm rather satisfied. If ever you've need of an ear to listen, you. So, und dann holen wir uns noch besten Heilerin, die Queen. I have a modest talent for spotting material. Oh, warte mal. Kitty. Kitty. You are wise indeed to have sought my aid. So, die ist von Heroic Trainee. Wildbeuter. Ah, okay. Das sind die Dingens hier. Die Spezialisierungen. So. Nix, nix. T'was a fine journey we shared. Wherever your travels take you, I pray you go in health. It'll be an honor to serve by your side. Yo. So, jetzt haben wir eine sehr magielastige Gruppe. Ich bin ja auch magisch, so ein bisschen. Von der Klasse her. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir so lang? Ich glaube. Okay, das ist der Feuerpalast. Oder Flammenpalast. Ich glaube, wir können ja in der Zeit mal hier das abklappern. Da ist nämlich noch ein Greif wahrscheinlich. Oh, da muss ich jetzt aber ganz schön laufen für. Ach, guck mal, hier ist der Kerker. Okay. Stimmt ja. Ah, ja, ja, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Aber hier ist ja der Ausgang. So. Aber gut zu wissen, dass es hier schneller runtergeht. Muss ich nächstes Mal nicht durch die ganzen Kerker rennen. So, und ihr habt mir noch geschrieben, um mit den Bruck als Schmied zu bekommen, muss ich durch den Palastgarten laufen? Wie soll ich das denn verstehen? Oh! Now here's a surprise. A splendid discovery. A splendid discovery. I shall have to inform my own master of this. Mach das. Oh, weißt du, es ärgert mich ein bisschen, weil ich weiß genau, auf PC gibt es hundertprozentig irgendwelche Mods, dass man das komplett abstellen kann, das Gequatsche der Vasallen. Hundertprozentig. Sofern Capcom das zulässt, aber ich habe mal gehört, die wollen ja überhaupt keine Mods mehr erlauben. Weil bei Monster Hunter gibt es wohl Leute, die haben sich da. Also irgendwas, glaube ich, wegen Monster Hunter war das. Die haben sich da die Lebensenergie anzeigen lassen von den Viechern. Und das hat Capcom halt leider als Cheaten angesehen. Ja, ist es ja irgendwie auch, ne? Weil die haben ja so gewissen Wert, ab wann sie in Rage gehen, die Monster oder so. Andere Verhaltensweisen an den Tag legen. So, habe ich was Neues? Diebeshand, suchender Sturm.
In die Luft. Aha. Oh, verbraucht Gesundheit und Ausdauer, um bedrohlicher Blitz sofort bis zum Maximum aufzuladen. Nee, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh, das war's schon. Noch zwei, dann kann ich endlich was Neues. You've not to lose. So, Sorja, was hast du? Waffenfertigkeiten. Sturmschnitt. What? Entfesselt eine Reihe wuchtiger Schläge. Mit gutem Timing werden die Schwünge schneller eingesetzt. Oder immer schneller. Setzt mächtige Hiebe ein, wenn die Taste losgelassen wird, um die Schwünge schnell genug sind. Was ist die Frage? Was nehme ich denn? Warte mal, Getöse war... Gebrüll, Aufmerksamkeit von Feinden auf sich ziehen. Auslöschender Streich. Okay, dann machen wir den weg dafür. So. Ich weiß nicht, Erzmagier, Schroffheit, Stasis. Seligkeit, Vermittlung, Verewigung, Erhebung. And you my pleasure doing business with. So. Wollen wir kurz schauen, ob ich den jetzt schon nehmen kann. Vielleicht die Schmiede, also in Anspruch nehmen. Dann halt nicht. Okay. Mach das. Schmiede meine Klinge. To kill the dragons. A customer then. That changes things. Need someone to talk. Nein. Geh weg. Just tell me what you need. So. Schotel. Immer eine Ochsenzunge. Das ist auch nichts für mich. Schwanztrimmer. Seele des Altertums. 45.000! Guck mal, hier betörender Balsam. Aber das macht doch Schaden, auf jeden Fall. Ein Räuchergefäß mit minimaler Funktion zum Schlagen ungeeignet. Hüllt die Umgebung in einen parfümierten Dunst, der alle in seinen Bann zieht. Duftendes Geheimnis. Aha. Boah, die würde ich mir schon gerne holen, ne? Aber... Wie gesagt, Geld ausgeben. Und ich habe eh bald die Stufe voll, von daher passt das schon. So, Sorja, was gibt's denn für dich? Siegreicher Greif, nee, hat sie schon, ne? Die Flamberge sieht... Also, ich finde Flamberge generell von der Klingenform sehr geil. No purchases to be made today, I see. Now, this hardly bears saying... So. Oha. So ein einfacher Turban ist besser als das, was ich jetzt hab. Frechheit. Krone der Erkenntnis ist auch besser. Kreuzritterhelm. Ja. Aber der ist leider nur für die Klasse. Wie gesagt, ich werde die ja bald wechseln, sobald ich das... Noble Jacke? Ne, ich guck mal lieber für Sorja. Vögel der Weisheit. Oha. Helm der Tapferkeit, der ist um einiges besser. Die kann ich aber für jede Klasse nutzen, die Flügel. Ja, obwohl, was heißt einiges besser? Das Ding ist halt, ich werde Sorja auch danach wieder wechseln. Sobald sie ihren Skill voll hat da. Kühne Beinschienen. Nee, komm, ich bin gerade ein bisschen zu geizig dafür, ehrlich gesagt. Ring der Dürre? Aha. Ach ja, genau, das war das. Nee, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen zu geizig. Will ich wieder mein ganzes Gold raushauen? Another day. Da ist der Greif. Na komm, mein Hübscher. Zu dir wollte ich. Oh, cool. Der fühlt sich ja direkt angegriffen. Ey. Wow. There is no better time to strike. Strike fast and true, and
hier geht's ja gar nicht weiter. Komm her, du doofes Vieh. Aber ich komm zu dir. Bringt ja nichts. Oder doch? Noch mal war erstaunlich einfach. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Komm, Lolli verhängen. Ja. Ah, ich mag das. Abklatschen. Ha, ich könnte ja mal hier runtergehen, so spaßeshalber. Was ist das? Achso, das ist die Hauptquest. Ja, ja. Der kackt mich wieder nur an, wenn ich so früh da hingehe. Machen wir mal nicht. Geht's hier auch runter? Sieht so aus, ne? Oh, ist Markttag. Selbstbedienungstag. So. I wouldn't prefer not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Ist er tot? Jo. So, da war der Greif ja bei der Nummer 4. Noch immer größer die Kerle, ne? Krass. Dare I say it? We trounced our foe. Confidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every. Hey, hey. You have my protection. Poison ought to be cured with all due haste.
to an elemental boon. Chuck, ich sag doch, Erzmagier sind schon krass. Hier kommt es auch so vor, als könnten die mittlerweile viel schneller zaubern als noch im ersten Teil. Och, jetzt komm, ist mal gut. Da hat ja so ein Zauber ewig gedauert zum Vorbereiten. War aber dementsprechend auch sehr verheerend. Was ist das denn schon wieder? I'll gather this. The point of außer blocken können die jetzt auch nicht so viel mit den Schilden. Oh, was ist da schon wieder los? I saved you, Cass. Many thanks. This is for you. Take it with my thanks. Na klar, Travers. Gerne. Oh, Jagdanfrage. Huh? Bin aber auf dem richtigen Weg. Jetzt hatte ich meinen zweiten Stein mal irgendwo hinsetze. Das Gute ist, die kann man ja wieder einsammeln. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Nee, danke Sascha, gerade nicht. Ich will eigentlich nur da runterlaufen. Und dann da vielleicht den Stein setzen. Mal gucken. Hier scheint ja noch was zu sein, was Wichtiges. Auf jeden Fall ist das so ein langer geschlängelter Weg, finde ich irgendwie ganz cool. So, ich halte mich dann rechts und dann wieder links. This ox guard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. The work of goblins, mayhap. We ought to proceed with caution. Ja, ja, ja. Das ist Goldkäfer. Ich habe übrigens geschaut, auf der Karte steht, es gibt 82 Goldkäfer im Spiel. Oh. Shit, was ist das denn? Habe ich so das Gefühl, das hat nicht sehr viel Schaden gemacht, was ich gerade gemacht habe bei dem Vieh. 35. Bin ich aber jung. Ich werde da schon wieder irgendwas rumgurgeln. Ach, ein Schweinchen, okay. Oh, nicht diese dummen Harpien. Ich weiß genau, wenn ich jetzt kämpfe, stürzt die Brücke bestimmt ein. Seh nix. Weg, Vieh. Renne. Sehr gut, hab das gemacht. CQ passage to the southwest. I'd advised against it, sir. It is a forbidden place. Ach ja. And for good reason. Those who tread near are said to be devoured, you see.
I heard one survivor tell of how his companion went suddenly quiet. And when he turned round to see what was wrong with him, her head fell off and crumbled into dust. You hear a lot of those stories round here. I've met people who've lost arms and legs, or else watched their friends get rent in two so fast they were still crawling as they died. Should you choose to go there in spite of my warning, sir, on your head be it. But I pray you'll return to tell us what you saw. Wow. I'd be well eager to... Ja gut, kann ich machen. Geht's da etwa zur Medusa? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, schnell, schnell. Ja, 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 komm. Hau ab. I will protect you. I grant your weapon a magical boon. Wait. Brauch deinen Ausdauerschub, bitte. Shit, ja, da. Oh, ein Ausdruck puren Grauens zeichnet das Antlitz dieser Statue. Die Details sind außerordentlich, in solchem Maße, dass sie jeden Augenblick zum Leben erwachen scheint. Oh, Kacke. Ihr wisst, was das heißt. Der verbotene Pfad, da geht's zur Medusa, ja. Oh, crap, vielleicht ist das hier die Medusa? Lindwurmwald. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter, Leute. Mein Wecker geht gerade. Warte, ich muss mich ein bisschen heilen hier. Kitty. A bonk, my kitty. Hä? Sascha wird nicht geheilt? Okay. Ja, wie gesagt, nächstes Mal geht's weiter. Like das Video gerne, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns zu Dragon's Dogma 2. Ciao.